Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Kartensketch. So sieht er aus. Und ich habe mir dafür alles Material außer Werkzeuge aus dem Weihnachtskartenkit. Ich habe mir eine Karte zugeschnitten. Es wird eine Top-Folding-Card. Ich habe sie im Format, das ist eine gute Frage. Ich habe nach Gefühl geschnitten 5,5 Zoll mal 4 Zoll. Eigentlich auch völlig unbewusst. Ich habe einfach nur drauf losgeschnitten. Ich habe mir ein bisschen von dieser feinen Jute-Schnur rausgenommen, denn ich möchte den Stamm, da möchte ich Cardstock nehmen und den fest stramm damit umwickeln und dann eine kleine Schleife binden. Das ist meine Idee hierfür. Den Baum möchte ich aus Aquarellpapier zuschneiden und bisschen mit Aquarelltechniken einfärben, einfach nur, dass das so ein bisschen verlaufen ist. Und dafür habe ich mir diese drei Farben von diesen Prima, wo ist die Packung? Diese Ölpastellkreiden von Prima. Die möchte ich dafür benutzen. Das Stempelset möchte ich benutzen. Mein Plan ist, diesen Holy Xmas Stempel zu nehmen, den mit Platin zu embossen, also mit Versamark Stempeln, Platin embossen. Und dann dachte ich vielleicht, da muss ich mal gucken, wie es aussieht, aber vielleicht stempel ich auch noch den Frohes Fest Stempel. Da weiß ich aber auch noch nicht, ob ich ihn in Schwarz stempel, separat auf ein weißes Blatt Papier und das dann ausschneide und das noch hier drüber lege, oder ob ich ihn auch Platin embosse. Ich muss mal, das werde ich erstmal testen, wie es dann aussieht. Das habe ich noch nicht ganz genau im Kopf, aber ungefähr zumindest. Und die Spitze des Baums wird dann einer dieser Glitzersteinchen, diese Sterne hier zieren. So ist der Plan. Wir gucken mal, wie es wird. Vielleicht wird es ja auch ganz anders. Okay, und dann geht es jetzt weiter in Highspeed. Ich habe als allererstes mir die Breite von dem Baum, also meine Wunschbreite, markiert mit dem Bleistift, habe dann aber nochmal korrigiert und bin auf 3 Inch gegangen, denn das lässt sich einfacher durch 2 teilen. Habe dann oben die 1,5 markiert und habe dann jetzt meine Eckpunkte für die Form, diese Baumform, und konnte das dann ganz einfach mit dem Cuttermesser und einem Lineal ausschneiden. Habe es nochmal kurz Probe draufgelegt und dann geht es auch schon ans Ausmalen. Dafür nehme ich mir dann lieber meine Ranger Nonstick Craft Mat. Habe meine mit den Stiften ein bisschen darauf gemalt, Wasser drauf getropft, habe dann die Farben so ein bisschen vermischt, um zu gucken, was für ein Farbton was für Farbtöne ich hier hinbekommen habe. Absichtlich auch nicht komplett vermischt, habe einfach ja auch diese unterschiedlichen Farbtöne dann ja haben wollen für meinen Baum. Habe noch ein bisschen Schwarz und Braun jetzt noch dazu genommen und dann geht es auch los. Ich habe das Papier vorher einmal nass gemacht und ja, tropfe eigentlich jetzt nur die verschiedenen Grüntöne auf das Papier und lasse sie einfach ganz von selbst so ein bisschen verlaufen. Da ist mir leider ein bisschen zu viel von der dunklen Farbe drauf. Das kann man aber mit einem Schwung Wasser dann auch wieder ein bisschen korrigieren. So, das war jetzt so ein bisschen die erste Schicht. Und, nee, doch noch nicht ganz. Ah, ich habe versucht, einfach noch ein bisschen mehr Farbe reinzubekommen, aber irgendwann ist das Papier dann einfach auch gesättigt gewesen. Das heißt, ich muss es jetzt erstmal trocknen, um dann weiterzumachen. Habe dafür meinen kleinen Ranger Heißluftföhn genommen. Und jetzt ist es trocken und jetzt können wir weitermachen. Nächste Farbschicht. Und so kann man Aquarellfarben je nach gewünschter Intensität einfach aufeinander aufschichten und ja, es einfach intensiver machen, indem man einfach zwischendurch immer mal wieder ein bisschen trocknet. Solange, bis man dann zufrieden ist, so wie jetzt hier der Fall. Dann habe ich mir überlegt, ich möchte noch ein bisschen was an den Rändern machen. Die sollen schon noch ein Tickchen dunkler sein und habe mein Distress Ink Pad in Ground Espresso
genommen, habe das einmal um den Rand rumgewischt und vermahl jetzt diese Farben, die sind ja wasserlöslich, die Distress Inks, die kann man auch prima mit Wasser vermalen und ja, verwische das noch ein bisschen mit meinem Wassertankpinsel auf dem Papier. So, jetzt brauchen wir noch den kleinen Stamm, habe ich auch aus dem Aquarellpapier ausgeschnitten und mal den jetzt auch mit Distress Ink an, habe einfach das Stempelkissen auf die Unterlage gedrückt und nehme die Farbe dann mit dem Wassertankpinsel auf. Bisschen trocknen, dann kommt die Schnur herumgewickelt, das war ja meine Ursprungsidee und bei der bin ich auch geblieben. Schleifenbinden ist nicht gerade meine Stärke und ich muss mir auf jeden Fall immer merken, möglichst viel Schnur auch wirklich zur Verfügung zu haben, möglichst langes zu lassen. Im Zweifel einfach ja, eine ganze Menge abschneiden am Ende bei der fertigen Schleife, weil ansonsten werden meine Schleifen nie etwas. Da gibt es bestimmt viele, viele ganz tolle Tricks. Ich kenne sie nur nicht. So, also Schleife fertig, Stamm fertig, Schnur gekürzt. Und ich nehme dann jetzt noch ein bisschen Ranger Multimedium und ja, habe jetzt hier einfach so ein Werkzeug genommen, was eine Spitze hat, um das dann auf den Knoten aufzutragen, damit ich sicher sein kann, dass der nicht irgendwann aufgeht. Alles nochmal schön trocken. Schön trocknen mit dem Heißluftföhn, denn ich möchte ja gleich embossen. Und da ist natürlich nicht hilfreich, wenn da noch irgendwas nass ist, weil auch dort an diesen Stellen wird dann das Embossingpulver haften. Ich möchte ja, dass es dann nur auf dem Stempelabdruck haftet. So, Stempel aus, habe ich mir ausgesucht. Das ist der Holy Christmas Stempel, stempel den mit Versamark auf und nehme ein in der Mitte gefaltetes Blatt Druckerpapier, streue das Embossingpulver drüber und mit dem gefalteten Druckerpapier kann ich dann ganz einfach das Pulver wieder zurück in die Dose schütten, das ist das Wort, schütten. Ja, und jetzt seht ihr schon einen kleinen Nachteil von diesem Ranger Heißluftföhn, der ist nämlich gar nicht besonders gut zum Embossen. Und das dauert ewig und deshalb tausche ich mal schnell. Ich habe jetzt meinen Embossing-Föhn von Wow ist der. Es gibt diverse verschiedene Hersteller dafür. Und ja, die pusten einfach mehr. Da kommt die Luft nicht unbedingt heißer raus. Es ist nicht heißer, aber es ist irgendwie mehr Luftdruck. Und irgendwie funktioniert das fürs Embossen besser. Ist aber auch Luxusproblem. Ich bin mir sicher, man braucht nicht zwei Föhne. Ich habe sie und deswegen habe ich natürlich jetzt den besseren genommen, aber man kann genauso gut mit dem Ranger-Föhn natürlich embossen. Ja, weiter geht's mit meiner kleinen Sprechblase. Ich habe ja gesagt, ich möchte die ja auch noch mit dazu ja, dann ausschneiden und mit aufkleben. Habe die jetzt also einmal mit Versamark gestempelt und zweimal mit Versafein. Das zweite Mal allerdings auch nur, weil der erste Abdruck nicht so besonders toll geworden ist. Wir brauchen nur einen Abdruck. Und schneide jetzt den schöneren der beiden schwarzen aus und das Ganze auch gleich noch mit dem goldenen Abdruck, platinfarbenen Abdruck, um dann zu gucken, was besser aussieht. Ja, und das ist gar keine so leichte Entscheidung. Hin und her und hin und her und gucken und und so ist auch schön und irgendwie ist beides schön. Und dann habe ich sie so halb übereinander gelegt und das war so ein wundervoller Zufallstreffer, wie man sie manchmal hat. Und ich habe das dann genauso zusammengeklebt, fand sofort super, dass einfach der Emboste so ein bisschen hinten hervorschaut, das ist wie so ein Schatten. Das fand ich dann perfekt, sofort aufgeklebt. Und dann brauche ich jetzt noch den Stern für die Spitze. Habe meine Meinung geändert. Nehme doch nicht den kleinen Glitzerstein, sondern nehme einen von den Wood Veneers und embosse den jetzt auch mit dem platinfarbenen Embossingpulver. Und das ist ein bisschen tricky. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass er nicht wegfliegt. Dafür habe ich einfach mein Cuttermesser zur Hilfe genommen. Er fliegt trotzdem weg. Okay, aber hat funktioniert und klebt den. Achso, nein, ich klebe ihn noch nicht. Ach genau, ja, ich war so im Schwung mit meinem Embossingpulver und ich fand das so toll und dieses Platin sieht so super aus und habe dann noch die untere Kante von dem Stamm in Platin embossed und habe dann auch noch die Kanten von meinem Baum mit Versamark bestrichen und habe da dann auch noch Embossingpulver drauf gewischt sozusagen und ja, jetzt ist alles wunderbar platin, glänzend und passt super zusammen, fügt sich zu einem Gesamtbild und ich glaube, jetzt fange ich an, alles zusammenzukleben.
Ja, so, klebe also jetzt alles zusammen. Der Baum zuerst, mit dem Kleberoller und wegen dieser Schnur habe ich dann mich für Flüssigkleber entschieden, weil das natürlich dann ein bisschen fester hält mit der Schnur. Das lässt sich ja eigentlich mit dem Klebestift jetzt, mit dem Kleberoller natürlich nicht kleben. Zum Trocknen ein bisschen beschwert. Und der Stern mit Tacky Glue, Quick Dry, und auch hier nehme ich die Klebeflasche, um das Ganze zu beschweren. Im Zeitraffer sieht das jetzt alles ein bisschen langsamer aus. Habe auch ein paar Minuten rausgeschnitten, weil ihr müsst nicht so gucken, wie das trocknet. Habe dann noch meine Sprechblase aufgeklebt mit Abstandsklebepads. Und bin eigentlich fertig. Überlege, ob ich es so lasse. Ich habe noch ein bisschen dran rumgebogen, weil sich das durch das viele Föhn auch alles ein bisschen gebogen hat. Habe dann aber überlegt, na, Kleinigkeit noch, und habe mit dem Embossing-Stift, der im Weihnachtskartenkit enthalten ist, kleine Pünktchen noch aufgemalt als platinfarbene Schneeflocken. Kreativität sind natürlich nie Grenzen gesetzt und da sind dann auch die Schneeflocken mal platinfarben. Und ja, habe das Pulver drauf gestreut. Mit einem Pinsel nehme ich noch das ganze Pulver runter, was sich jetzt noch so an Stellen angesammelt hat, wo ich gar keine Punkte gemalt hatte. Und ja, nachdem das dann alles fertig ist, wird es nochmal kurz mit dem Heißluftföhn, mit dem Embossingföhn geföhnt. Alles verwandelt sich in schönes Platinfarben. Und nein, doch dann sind wir noch nicht ganz fertig, denn genau, auch immer von der Rückseite. Ist immer empfehlenswert, wenn sich Papier ein bisschen gewellt hat beim Erhitzen, dass man auch von der Rückseite nochmal kurz dagegen föhnt. Und habe dann auch noch den weißen Gelstift genommen und noch ein paar weiße Schneeflocken dazu gezaubert und habe das Ganze dann für fertig erklärt. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht und ihr habt jetzt Lust, auch diesen tollen Sketch zu verarbeiten. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.